Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier live aus der Otto-Show. Yo, 0815 ist wieder in. Otto Normal heißt die Band. So locker, die nehmen sich nicht so ernst, die lachen auf der Bühne. Das Ganze geht. Es geht in Richtung Spaß haben. Wir total verschiedene Typen, aber natürlich mit einem geilen Konsens. In einer eigenen Welt aufgebaut. Diese Otto-Welt. Sag nochmal Otto Normal. Du hast recht, Otto Normal ist hier. Er ist der Durchschnittstyp, trinkt täglich eine Flasche Bier. Eins ist klar, er ist kein Star, er ist der Anti-Held. Verdient knapp 1000 Euro netto, Herr Normal, der hat kein Geld. Genau, eine Flasche Bier am Tag nur, das ist noch das Interessante. Birkenstock. Also am naheliegsten ist Pop und Hip-Hop. Hip-Hop. Pop und Hip-Hop. Es tendiert eher Richtung Pop und kommt von Hip-Hop. Bisschen Punk. Da ist Fat Disco dabei. Dance-Mucke. Keine Ahnung. Ich find's einfach nur cool. Sag nochmal, Otto Normal. Otto Normal. Sag nochmal, Otto Normal. Wir tanzen im Schatten des tristen Alters und suchen den Schein des Disco-Licht. Wir bauen uns auf Boxenturm und reiten auf Schallwellen durch die Nacht. Wir sprengen den Bunker der einsamen Stille. Wir drehen auf, gehen aus uns raus, bis es kracht. Beim Otto Normal Live-Konzert erwartet den Zuschauer. Wir unterscheiden uns eigentlich extrem. Also ein schwitzender Frontman, der so schwitzt, dass das Publikum vorne berieselt wird. Otto Normal ist eine Band, die sich als sehr durchschnittlich bezeichnet. Nenne ich extra. Aber meiner Meinung nach nicht ist. Finde ich geil. Die Bühnen rocken, das ist mein großer Traum. Wo man geil Party mitmachen kann. Das ist genau die Situation, wo die Stimme irgendwas Besonderes gibt. Ekstase. Es ist Wochenende, wir gehen steil. Pass mal auf, wir werden uns heute total zerstören. Doch weißt du was, wir scheißen drauf. Es ist Wochenende, wir gehen steil. So sieht's aus, keiner kann uns kontrollieren. Wir holen aus uns das Essen auf. Wochenende. Also die Single heißt Wochenende. Unsere Single, ja. Ja, wir schwimmen im See der Illusionen, also halt, dass man sich vielleicht was vormacht. Es geht mehr so um eine nostalgische Verklärung, wie könnte ein Wochenende sein, wie ein Partywochenende sein. Die Sorgen wegsäuft, sozusagen. Wir holen aus uns das Letzte raus. Das Ding heißt dickes Kind. Der Refrain heißt halt so Burger, Pommes, dickes, dickes Kind und so. Der Refrain ist halt Burger und Pommes, dickes, dickes Kind. Auch so ein bisschen diese Schadenfreude, so wenn man im Refrain so mitsingt. Burger und Pommes, dickes, dickes Kind. Eben, manche Leute reagieren darauf nicht so begeistert. Wir sind in den alten Schlachthof gegangen in Karlsruhe mit dem Lorenzo, ein dicker, junger Mann, der 13 Jahre alt ist, zur Verfügung gestellt als Schauspieler. Dann war der Philipp, der das Video gemacht hat, bei den zu Hause, hat mit den Eltern gesprochen, hat das alles abgeklärt, hat den Song vorgespielt und hat diesen Lorenzo für diesen Videodreh gewinnen können. Burger und Pommes, dickes, dickes Kind. Burger und Pommes, dickes, dickes Kind. Da geht's ab. Das dicke Kind, wir haben das zum ersten Mal gespielt und beim ersten Konzert hat der Club gebebt, also das war so wirklich wieder so okay. Aha, jetzt kommst du. Dein Taschengeld muss ich wohl streichen. Ich hab dir das Smartphone gekauft, um dich immer zu erreichen. Ich kritisiere ja praktisch in den Strophen
verantwortungslose Eltern. Aber eigentlich ist es eben eine Message an die Eltern, die halt mehr drauf Acht geben sollen. Ich habe dieses Video auch anderen dicken Menschen gezeigt. Ich wollte die Meinung von denen haben. Und irgendwie haben alle gesagt, hey, nee, finde ich okay. Sie konnten sich darin wiederfinden und es ist nichts bloßstellen, sondern es ist einfach das Thematisieren. Aufgefressen. Also mit 8 Jahren solltest du jetzt eigentlich die emotionale Intelligenz besitzen, um nachvollziehen zu können, dass deine Mutter mit einer Verhaltensweise sehr verletzt hat. Jetzt gibst du Mama noch einen Kuss und dann ab mit dir aufs Zimmer, denn Mama schaut. Jemand, der eine Otto-Show anschaut, der sieht vordergründig erstmal eine sehr große, weil siebenköpfige Partyband. Wir machen heute krass Party. Aber die zweite Bedeutung, und das ist das Schöne, die zweite Ebene ist halt genau das ist das Problem. Schaut mal, dass das nicht passiert. Schaut mal, dass ihr da verantwortlich mit umgeht, dass genau solche Sachen vermieden werden. Die praktisch Probleme mit der Erziehung haben, manchmal liegt das ja an verschiedenen Faktoren, aber spannend fand ich halt, dass diese Person gesagt hat, hey, ich kenne das, ich kann das nachvollziehen, meine Eltern waren auch getrennt. Und so ist es halt schon spannend, wenn man verschiedenes Feedback kriegt auf so einen Song, und ich glaube, da ist viel Potenzial da, um in Diskussionen zu gehen und sich über dieses Thema zu streiten. Das Kind, Börde und Pommes, dickes, dickes Kind, Börde und Pommes, dickes, dickes Kind, dickes, dickes Kind. Das ist ein Phänomen, was ich bei den Ottos erlebt habe, dass wir eigentlich, egal wo wir sind, dass wir es doch schaffen, am Schluss die Leute so zu begeistern, dass sie sagen, hey, sie wollen eigentlich mehr. Sie wollen nicht, dass die Ottos schon wieder nach Hause gehen. Fast jeder, der was macht in der Band, hat irgendwie einen krassen musikalischen Background. Und das ist einfach die Liebe zu unserer Musik, die Liebe zu dem Ding vor Leuten, diese Musik spielen zu können. Das ist echt geil. Das können nicht viele Bands, aber es geht. Was natürlich das Wichtigste ist, Ende November, Mitte Dezember sind wir genau in deiner Stadt. Da werden wir den Club niederbrennen mit unseren Otto-Songs. Darum geht's. Darum geht's. Ja.